arbeiten sich die weltweit leistungsfähigsten Schaufelradbagger durch das sandige Gelände in Hambach bei Köln, um die für die Stromproduktion nötige Braunkohle zu gewinnen. Die Dreitagebaue der RWE Power AG fördern weltweit die größte Fördermenge mit rund 100 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr. Der Tagebau Hambach ist mit über 8500 Hektar das größte und tiefste Abbaugebiet Deutschlands. Jedes Jahr werden rund 40 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Dafür müssen pro Jahr bis zu 300 Millionen Tonnen Abraummaterial bewegt werden. Eine hydraulische Lenkverstellung sorgt dafür, dass der Schaufelradbagger BG290 präzise durch das Gelände navigiert. Das Großgerät steht auf drei Raupenträgern, welche jeweils aus vier Fahrwerken bestehen, um die Last von 13.500 Tonnen zu tragen. Hiervon wird nur ein Raupenträger über die Lenkdeichsel von einem riesigen Hydraulikzylinder zur Steuerung im Fahrbetrieb bewegt. Der Zylinder wiegt 30 Tonnen, hat einen Kolbendurchmesser von 1000 mm und einen Gesamthub von 4400 mm. Um diese Lenkkräfte zu realisieren, werden an der Aggregateeinheit vier Axialkolbenpumpen mit einer Gesamtfördermenge von 500 Liter Hydraulikflüssigkeit pro Minute eingesetzt. Während des Baggerbetriebs fallen immer wieder Lockergesteine auf die in gerader Auslauffahrstellung halb ausgefahrene Kolbenstange. Durch den jahrzehntelangen Betrieb ist die Chromoberfläche mit Schlagstellen übersät. Ja, nach 28 Jahren Betrieb zeigten sich halt unter den rauen Tagebaubedingungen hier starker abrasiver Verschleiß, gerade an der Kolbenstange, hauptsächlich durch Rieselgut verursacht, Schlagstellen, sodass halt die Dichtungen nicht mehr entsprechend der Auslegung arbeiten konnten, sodass hier Leckage aufgetreten ist und das ist natürlich nachhaltig abzustellen. Die Leckage war schließlich so groß, dass sich die Experten der RWE Power AG bereits 2005 auf die Suche nach einem kompetenten Unternehmen für die Instandsetzung des tonnenschweren Zylinders machten. Der Zylinder musste ausgebaut werden, richtig, und halt instand gesetzt werden. Und da hat man sich halt auf die Suche gemacht, wer ist ein kompetenter Partner hierfür, wer kann das technische Know-how liefern und insbesondere in den engen Zeitvorgaben unserer Stillstandsplanung agieren. Die Einhaltung des engen Zeitfensters war ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des geeigneten Unternehmens für die Reparatur. Es war vom Programm her vorgesehen, 21 Tage Stillstand her einzuplanen, wo der Zylinder ausgebaut, instand gesetzt werden muss und auch wieder eingebaut ist, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Man hat im Tagebau keine großen redundanten Systeme, sprich, wenn eine Sohle steht, wo der Bagger instand gesetzt wird, laufen die anderen Sohlen auf, sodass irgendwann der ganze Tagebau steht. Man braucht aber Kohle, sodass wir natürlich da das enge Zeitfenster nutzen müssen. Folgende Anforderungen waren zu erfüllen. Erneuerung und Optimierung der Dichtungs- und Führungselemente. Konstruktion und Fertigung einer Schutzhaube gegen Steinschlag. Reparatur und Neubeschichtung der Kolbenstange mit einer Chrom-Nickel-Schicht als Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Austausch der Gelenklager. Honen des Zylinderrohres. Sandstrahlen und Erneuern des Korrosionsschutzanstrichs. Überprüfung und Instandsetzung der am Zylinder montierten Ventile. Druckprüfung und Befüllung mit Hydrauliköl. Durch zahlreiche Vorgespräche, Werksbesichtigungen und vorgelegte Reparaturangebote überzeugt, entschied sich RWE Power AG im Frühjahr 2006, den Zylinder bei der Montan Hydraulik Reparatur und Service GmbH, kurz MRS, instand setzen zu lassen. Für die Ende August geplante Reparatur mussten die Vorbereitungsarbeiten zügig vorangetrieben werden. Es wurde ein Projektablaufplan erstellt, in dem alle notwendigen Arbeiten eingetragen wurden. Maßnahmen, die parallel laufen konnten, wurden entsprechend geplant. Von den Meistern wurde der Personaleinsatz minutiös festgelegt, um alle Ressourcen in der knappen Zeit nutzen zu können. Für die Montagearbeiten wurde in der großen Werkhalle in der Nähe des Prüfstands ausreichend Platz geschaffen, um alle Arbeiten im Bereich des 40-Tonnen-Krans ausführen zu können. Eine hydraulische Ausdrückvorrichtung für den Austausch der Gelenklager wurde konzipiert und gebaut. Speziell angefertigte Auflageböcke wurden für das Montieren und Honen bereitgestellt. Gleichzeitig wird im Montan-Hydraulik-Technologiezentrum in Holzwickede ein Konzept für eine geeignete Schutzhaube entwickelt. Am 20. August ist es dann soweit. In Hambach beginnt der Ausbau des Zylinders. Eine Arbeit, die sich bis in die Nacht hineinzieht.
Am Morgen des nächsten Tages erreicht der Zylinder Dortmund, wo in der Montagehalle sofort mit der Demontage begonnen wird. Zunächst müssen alle Muttern und Schrauben gelöst werden. Danach wird die Stange langsam mit dem Zylinderkopf und dem Kolben aus dem Zylinderrohr gezogen. Dann wird das bodenseitige Schwenkauge abmontiert. Schließlich hängt das Kolbenstangenpaket an den Haken zweier Deckenkräne und wird vorsichtig auf den bereitgestellten Montagebecken abgelegt. Die Einzelteile werden auf Schäden untersucht. Und das Zylinderrohr wird genau vermessen. Die Gelenklager werden mit der angefertigten Vorrichtung aus ihren Lagersitzen gedrückt. Für die Demontage des Zylinderkopfes muss zunächst der Kolben abmontiert werden. Man muss sich das so vorstellen, wir haben die Kolbenstange komplett rausgezogen aus dem Zylinder und haben den dann auf den Bock gelegt und wollten dann den Kolben warm machen oder haben den Kolben dann warm gemacht und wollten den Kolben abdrehen mit dem Deckenkran, Seil drum und dann losschrauben. Der Kolben dreht sich jedoch nur um wenige Gewindegänge, bis er auf seinem Passungssitz festfrisst und sich keinen Millimeter mehr bewegt. Jetzt muss schnell und gründlich überlegt und entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Die Kolbenstange muss spätestens am Samstagnachmittag auf dem LKW sein, um rechtzeitig am Montagmorgen beim Beschichtungsbetrieb in Italien einzutreffen. Wir müssen in der Nachtschicht es schaffen, den Kolben vollständig von der Stange zu lösen. Die einzige Chance, die wir hier haben, ist abbrennen. Und dafür haben wir auch die notwendigen Mittel ranzuschaffen, zusätzliche Brenner, entsprechendes Personal. Und dann muss es uns gelingen, am Samstagvormittag den Kolben von der Stange zu haben. Wir mussten eine Entscheidung treffen. Als wir dann gemerkt haben, dass der Kolben festsaß und wir wussten, dass wir am nächsten Tag liefern mussten nach Italien, sonst hätten wir den ganzen Zeitplan nicht mehr halten können, musste die Entscheidung her. Daraufhin haben wir uns dann entschieden, den Kolben abzubrennen. Doch das Durchbrennen von einem Meter Stahl stellt eine große Herausforderung dar. Nicht zuletzt wegen der sehr träge abfließenden Schlacke gingen die Arbeiten nur langsam voran. Wenn man mit Sauerstofflanzen arbeitet, da entwickelt sich unheimlich viel Schlacke. Und der Kolben hatte innen Hohlraum gehabt. Das konnten wir aber von außen nicht sehen. Da ist die Schlacke reingelaufen. Und als das dann vollgelaufen ist, danach kam die Schlacke erst raus. Dann konnte man die Schlacke rausstoßen. Weil mit Sauerstofflanzen arbeitet man immer im Stoßen. Und danach ging es dann besser. Erst am Samstagmittag fällt das letzte Stück Kolben vom Stangensitz ab. Der Transport ist pünktlich abgegangen, es hat alles geklappt. Die Stange ist zur Beschichtung. Gleichzeitig haben wir die Fertigung des Kolbens eingeleitet, Material bestellt, die Konstruktionszeichnung gemacht, sodass auch der Kolben rechtzeitig nach Rückkehr der Stange für die Montage zur Verfügung stand. MRS-Mitarbeiter Danny Bach begleitet den Transport nach Italien, um die Schlagstellen zu schweißen und nachzubearbeiten. Ich bin mit nach Italien gefahren, weil in der Stange sehr viele Löcher drin waren und ich die bearbeiten sollte. Die Stange hatte sehr viele Löcher, darunter auch sehr viele große Löcher, ca. 170. Die habe ich mit einem Elektrodenschweißgerät geschweißt und danach mit einem Handschleifgerät nachgearbeitet. Die Stange haben sie dann noch auf eine Schleifmaschine gepackt mit einem Schleifstein. Das heißt, dass man richtig Druck aufbauen kann gegen die Stange. Und damit haben sie dann die kleinen Löcher weggeschliffen. Während die Stange in Italien beschichtet wird, werden in Dortmund die Arbeiten am Zylinderrohr durchgeführt. Vor dem Schweißen wird mit dem Spektrometer der Rohrwerkstoff ermittelt. Dann erst werden die Führungsschienen für die Schutzhaube aufgeschweißt. Die Innenlauffläche des Rohres wird gehohnt. Der Kolben wird komplett neu gefertigt. Als die Kolbenstange am Donnerstagnachmittag in Dortmund eintrifft, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn der Zylinder muss am Samstag wieder in Hambach sein. Stangengewinde und Kolbengewinde wurden neu gedreht. Jetzt stellt sich die spannende Frage, passen sie zusammen?
es gibt nur einen Versuch. Ein Fresser würde die Arbeit um mindestens eine Woche zurückwerfen. Großes Aufatmen. Das Gewinde passt. Das Rohr erhält einen neuen Schutzanstrich. Das montierte der Zylinderkopf wird montiert. Gleichzeitig werden letzte Anstricharbeiten und die Installation der Ventile und Rohrleitungen vorgenommen. Schließlich wird die Schutzhaube aufgesetzt und ausgerichtet. Der Zylinder wird entlüftet, mit 2500 Litern Hydrauliköl gefüllt und druckgeprüft. Am 16. September, nach genau 25 Tagen, verlässt der Zylinder im Morgengrauen Dortmund und wird per Sondertransport zum Einbau zurück nach Hambach gefahren. Hier wird er zunächst auf ein geländegängiges Spezialfahrzeug umgeladen, das ihn zurück zum Schaufelradbagger bringt. Mit dem Einbau wird sofort begonnen. Bereits am Montagmorgen kann der BG 290 wieder seine reguläre Arbeit aufnehmen. Wir begleiten den Aluminiummanager Werner Jager nach Porto Trompetas im brasilianischen Regenwald, wo der europäische Aluriese Norsk Hydro an einer der weltgrößten Bauxitminen beteiligt ist. Bauxit ist das einzige Erz, aus dem Aluminium wirtschaftlich gewonnen werden kann. Hunderte Kilometer von jeder größeren Siedlung entfernt entstand hier eine Bergbauenklave mitten im Regenwald. Bauxitbergbau in den Tropen ist recht einfach. Im Gegensatz zu Europa, wo es meist aus der Tiefe geholt werden musste, liegt das Erz hier nur wenige Meter unter der Oberfläche. Vorher muss allerdings der Wald weg. Hey, good to see you. How is life? It's quite a big excavation here. Huh? How long does it take to remove this area? Em média, esse box aqui já vai exaurir em dois turnos. Em média, 48 horas. Als die Mine vor 30 Jahren eröffnet wurde, lag das Abbaugebiet noch rund um die Arbeitersiedlung. Heute muss man zur Mine bereits eine gute Stunde fahren. Hier werden jährlich 18 Millionen Tonnen Aluminiumerz gefördert. Bauxit im Regenwald hat mehr als 50% Aluminiumoxidanteil, den Grundstoff für jedes Aluminium. Zudem hat es einen sehr, sehr geringen, unter 5% Anteil an Silikaten. Und das macht eben diese Position im Regenwald so wertvoll, weil das Bauxit ein sehr, sehr hohes, ein sehr hochwertiges Bauxit ist. Der Wasserbedarf einer Bauxitmine ist gigantisch. Das Wasser aus dem Staubbecken wird über Rohrleitungen in riesige Waschmaschinen geleitet, wo Lehm und andere Anteile des Bauxits, die wenig Aluminium enthalten, ausgeschwemmt werden. Dieser Schlamm wird zurück in ein Becken gepumpt, bis es irgendwann stillgelegt wird und austrocknet. Das fein gemahlene Bauxiterz wird mit Frachtern zur Weiterverarbeitung in die Aluminiumraffinerien gebracht. This is my company. This is the biggest aluminum plant in the world. We have a capacity to produce more than 6 million tons per year. If bauxite from Trombetas by ship here in the port. Gleich am Hafen wird das Bauxit noch einmal fein gemahlen. Um das Aluminium vom Eisen und den sonstigen Inhaltsstoffen zu trennen, braucht es große Mengen Natronlauge. Die Natronlauge ist notwendig, um eben aus dem Bauxit das Aluminiumoxid zu gewinnen. Das ist ein relativ alter Prozess, schon über 100 Jahre alt, der sogenannte Bayer-Prozess. Das wird folgendermaßen gemacht. Bauxit geht zusammen mit Natronlauge in eine Lösung unter Druck bis zu 7 bar in einem Druckkessel, Temperaturen bis 180 Grad Celsius.
Und eben hier passiert es, dass Aluminiumoxid aufgeschlossen wird, und zwar als Aluminiumaluminatlauge. Diese Flüssigkeit wird in Silos gepumpt, wo sich am Boden langsam das Aluminiumhydroxid absetzt. Die Natronlauge wird so weit wie möglich abgeschöpft und dem Prozess wieder von vorne zugeführt. Mehr als die Hälfte des Bauxits ist unbrauchbar und wird als Rotschlamm abgeschieden. Kein Stück Haut darf mit dem ätzenden Schlamm in Kontakt kommen. Und das bei tropischen Temperaturen von weit über 30 Grad im Schatten. Am Ende des Prozesses wird der Rotschlamm auf LKWs verladen und auf die Deponie gebracht. Was wie eine winterliche Schneeräumung aussieht, sind Aluminiumhydroxid sowie Aluminiumoxid. Diese weißen Pulver sind Ausgangsmaterial für unzählige Anwendungen, von Zement bis zu Aluminiumkeramik, vor allem aber für die Herstellung von metallischem Aluminium. Im Hafen von Neuss-Düsseldorf ist eine Ladung von Aluminiumoxid angekommen. Sie ist für das größte deutsche Aluminiumwerk Alunorf bestimmt. Hier geht es in die Schlussrunde des Herstellungsprozesses. Dieser letzte Schritt benötigt enorme Mengen elektrischer Energie, um das Metall aus seiner Verbindung mit Sauerstoff zu lösen. Man kann sich so eine Elektrolysezelle ganz einfach vorstellen als eine Art Badewanne. Die Badewanne ist ausgekleidet mit Kohlenstoff und in der Badewanne befindet sich eine Schmelze. Und eben durch Zugabe von Strom, von sehr, sehr viel Strom, wird die Tonerde umgewandelt in Aluminium. Mit dieser Energiemenge, die wir benötigen, um hier Aluminium herzustellen, könnten wir auch die Stadt Düsseldorf ein Jahr lang mit Strom versorgen. Am Standort Deutschland ist für uns im gesamten Produktionsprozess der Kostenblock Strom bereits 45% der Kosten. Würde ich jetzt außerhalb von Europa produzieren, wäre der Kostenblock nur noch 30%. Die Herstellung von Aluminium ist 10-mal so energieaufwendig wie die Erzeugung von Stahl. Und diese Energie ist dann im Rohmetall gebunden. Flüssiges Aluminium ist enorm reaktionsfreudig. Besonders gefürchtet ist der Kontakt mit Wasser, der ähnlich viel Energie freisetzt wie eine Explosion von Dynamit. Deshalb gilt in der Aluminiumschmelze als erste Regel, es muss überall trocken sein. Mit jedem Verarbeitungsschritt steigt der Wert des Ausgangsmaterials um das Fünffache. Vom Bauxit über die Aluminiumlauge zum Oxidpulver und bis hin zum fertigen Metallbarren, aus dem alle gewünschten Formen und Blechstärken hergestellt werden können. Während die problematische Phase der Produktion immer mehr in die Entwicklungsländer ausgelagert wird, findet die Endfertigung häufig in den Industrieländern selbst statt. Noch immer ist Eisen der am meisten verarbeitete Werkstoff. Doch als es in großem Umfang für die Herstellung von Flugzeugen eingesetzt wurde, hat Aluminium große Märkte in der zivilen Anwendung erobert. Und wenn das Metall einmal hergestellt wurde, hat es den Vorteil, dass es theoretisch unendlich recycelt werden kann. Und hier wird der Malus zum Bonus. Denn nun braucht es nur noch halb so viel Energie, wie für das Einschmelzen von Alteisen nötig ist. Wie Kunst aussieht, sind in Wirklichkeit verschiedene Konstruktionsarten von Drahtseilen. Genauer gesagt, ihre Querschnitte. Und wie so ein Seil entsteht, na, das zeigen wir euch jetzt. Je nach Verwendung bestehen Seile aus vielen unterschiedlichen Drähten, dicken und dünnen. Die werden auf sogenannten Coils angeliefert. Jeder einzelne Draht wird dann erst einmal auf seine Festigkeit geprüft. Das ist wichtig, um die Tragkraft des Seils zu gewährleisten. Stimmen alle Werte, kommt der Draht dann auf solche Spulen. Und da so ein Seil ja aus vielen einzelnen Drähten besteht, braucht man also auch mehrere davon. Diese Drahtspulen werden dann in die sogenannte Verseilmaschine eingebaut. Vom Verseilkorb, so nennt man diesen Teil der Maschine, werden die Drähte durch den Verseilkopf gezogen. Und damit das Seil gut geschützt ist, wird es noch mit Fett besprüht. Jetzt haben wir unsere erste Seillitze. Ein Seil entsteht also durch das Zusammenwirken von Zug an der Litze und gleichzeitiger Drehung des Verseilkorbes. Und mit so einem Abzugsrad werden die Litzen aus der Maschine gezogen. Und wenn man mehrere der Litzen wieder zusammendreht und durch den Verseilkopf zieht, entsteht ein Litzenseil. Das ist dann schon recht dick und es muss regelmäßig kontrolliert werden, ob der Durchmesser stimmt.
Das kann man von Hand machen oder mit so einem Lasermessgerät. Beim abschließenden Salzerreißversuch testet die Maschine noch, ob die Anforderungen an die Sicherheit auch erfüllt werden. Das fertige Seil wird auf so eine Bobine, so nennt man diese bis zu 5 Meter hohe Spule, aufgewickelt, damit man es später auch transportieren kann. Mit einem Spezialkran werden dann die bis zu 150 Tonnen schweren Bobinen auf die Lastwagen verladen und mit Dann musst du aber auch 1000 Stück in der Stunde ausstanzen. 1000